Im Bundestag wird es in den kommenden Tagen bis Freitag hoch hergehen. Denn auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung des Haushalts 2024. Oder besser des Sparhaushaltes der Ampelkoalition, der seit Wochen für politischen Zündstoff sorgt. Die anhaltenden Bauernproteste und die Subventionskürzungen sind die sichtbarste Folge. Eigentlich hätte der Etat für das laufende Jahr ja schon Ende November verabschiedet werden sollen. Doch das Bundesverfassungsgericht macht der SPD, Grünen und der FDP einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehr von Matthias Heinrich. Mehr Geld für den Wohnungsbau, mehr Geld für Kinder und Jugendliche. Bei den Sozialdemokraten klopft man sich auf die Schultern. Und wenn der Kinderfreibetrag für Besserverdienende erhöht werden soll, wie der Finanzminister es plant, dann müsse auch das Kindergeld weiter steigen. Die Ampel diskutiert oder streitet und verdrossen weiter. Dabei gibt der SPD-Fraktionschef offen zu, er ist genervt. Was nicht auf die Tagesordnung der Demokratie gehört, sind zum Beispiel die Dinge, die wir uns beim Heizungsgesetz geleistet haben, die wir uns in anderen Zusammenhängen geleistet haben und die sich offensichtlich immer noch bereit sind, einige in Hintergrundbemerkungen über einzelne Personen zu leisten. Das nervt. Dass das Bundesverfassungsgericht einen ersten Entwurf Mitte November mit einem großen Knall einkassiert hat, lieber Schwamm drüber. Aber ein paar hundert Trecker täglich lassen sich auch nicht so einfach wegwischen. Und die deutsche Wirtschaft ist in einer Rezession. Genug Steilvorlagen also für die Opposition. Die Sozialdemokraten können keine Wirtschaftspolitik. Und wir sehen das auch in diesem Jahr. Wir sehen das an den Streitereien in der Koalition. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, sie wolle alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen und eine strikte Neupriorisierung der Ausgaben vornehmen. Das war der Koalitionsvertrag von 2021. Davon ist nichts zu sehen. Sie geben Geld aus wie nie zuvor. Bei den Liberalen hält man dagegen, es sei alles im Lot. Der Bund wird seit 2019 zum ersten Mal die Schuldenbremse wieder einhalten. Die Sparmaßnahmen waren sicher zum Teil schmerzhaft und an mancher Stelle mussten sie auch korrigiert werden. Aber es ist insgesamt notwendig, unsere öffentlichen Finanzen auf eine solide Grundlage zu stellen und zu einem soliden Kurs zurückzuführen, insbesondere nach den horrenden Ausgaben der Großen Koalition zu Zeiten der Corona-Krise. So einfach ist es also. Auch nach 2 Jahren hat die Vorgängerregierung die Schuld. Aber auch wenn der Haushalt formal stimmt, Luft ist da nicht mehr drin, Rücklagen fehlen. Die Diskussion um ein Aufheben oder eine Reform der Schuldenbremse zeigt das. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.